Das sind viele Dinge, die in meinem Kopf tatsächlich. Das ist so ein Film, weil ich meine, das ist ein Thema oder eine Thematik, die man für uns, die betroffen sind, doch sehr, sehr tief geht. Das fängt schon mal an, besonders bei uns ist es sehr, sehr lang gedauert, in den mehreren Generationen. Und das hat eine sehr große Bedeutung in unserem Kultur, in unserem Brauchtum, Sprache, sogar Religion. Also das ganze Wesen hat schon einen riesen, diese Kolonialismus, dieser Postkolonialismus hat eine riesen Rolle gespielt in unserem Leben. Bis jetzt. Also unter dem Begriff Postkolonialismus verstehe ich zunächst mal, dass man anerkennt, dass es Kolonialismus gab, also vor allem auch im deutschsprachigen Raum, also dass auch Deutschland beteiligt war am Kolonialismus, aber auch, dass der Kolonialismus quasi nicht einfach beendet wurde, sondern dass er halt auch noch Nachwirkungen hat, die wir heute immer noch spüren. Also Postkolonialismus ist nicht vergangen, sondern spüren wir immer noch und davon profitieren Menschen, die in Europa wohnen, beispielsweise immer noch. Dieser Kolonialismus hat immer noch Spuren, die in die Gegenwart einwirken und eventuell auch in die Zukunft. Das ist letzten Endes mit dem Begriff des Postkolonialismus gemeint. Von mir das ist nicht zu Fall, dass die ganze Krieg auf die zum Beispiel Irak, Libyen passieren einfach nur wegen Demokratie oder Respekt von Menschenrechten oder solche Sachen und so weiter. Das ist nur wegen Macht und Geld. Das ist halt nichts anderes als 100 Jahre auch vorher zwischen Frankreich und England ist passiert. Die haben das Land, den Grundstück und ganz Mittlerer Ost einfach wie ihre Laune ist, geteilt, würde ich es so sagen. Da haben gesagt, ich nehme Irak und du nimmst Libyen. Und beide Länder haben großartig jede Menge Öl, Erdöl. Das Problem ist, sie wollen die westlichen Länder oder jetzt die Amerikaner oder Engländer, sie wollen immer noch nicht das Land selbstständig haben und das Land sich entwickeln können. Weil je stabiler das Land ist, je ruhiger es ist, umso desto weniger Einfluss darauf haben. Und das wollen die nicht. Wir waren jetzt vor vielen, vielen Jahren hier ein Kolonialland. Wir waren von Großbritannien und so alles erobert. Und bis heute sehen wir, dass viele Länder sich für unser Rohstoff und so alles interessieren. Im Moment erobern die nicht unser Land. Die sagen nicht, okay, Afghanistan gehört uns. Aber die nutzen unser Rohstoff. Und das Land selbst bekommt von den Rohstoffen, was das Land hat, gar nichts. Wir haben bis jetzt noch die Kolonialwährung. Ja? Also ich sage das deutlich, Kolonialwährung, weil das CFA, die wir heute benutzen, das ist 14 Länder in Westafrika, die das noch nutzen. Und das CFA, eigentlich damals, als man das geschaffen hat, bedeutet das C ist Kolon, also ich muss das noch, Kolonie Française d'Afrique. C, Kolonie, F, Française. A d'Afrique, CFA, so heißt auch die Währung. Nicht mal das hat man geändert. Also ja, also alles hängt zusammen natürlich auch. Und auch diese, ich sag jetzt mal, wirtschaftlichen Traumata, die hinterlassen wurden durch Sklaverei, durch Unterjochung dieser Menschen dort, die führen ja eben auch noch dazu, dass beispielsweise Europa und ja, unter anderem auch eben Deutschland eine wirtschaftliche Rolle hat, die sehr hegemonial ist und eben auch diese hegemoniale Rolle aufrechterhalten möchte, indem sie die anderen Länder unterdrückt. Ja? Und noch dazu, es gibt auch eine Kontinuität zu Kolonialismus, zu Nationalsozialismus bzw. zu Shoah. Ja? Weil die ersten, wie sagt man das, die Experimentierung der Konzentrationslager waren in Afrika.
Sie haben erstmal dort experimentiert und das im Zweiten Weltkrieg mit den JudInnen umgesetzt. Also man hat Rassismus extra dafür erfunden, dass man legitimieren kann und begründen kann, dass man einfach so in andere Länder geht und ja, die Menschen da beispielsweise versklavt. Damals war es andersrum und die ganze Europa hat sich von Arabern und östlichen Ländern gelernt und haben von da aus die ganze wissenschaftliche Sachen genommen und sich entwickelt. Und das finde ich traurig, dass sie von Gesellschaft und von normalen Leuten sie nicht so wert. Wenn ich sage, ich komme aus dem Irak, die schauen mich als dritter Klassmenschen, nicht als einfach normales Menschen. Es wird immer gesagt, okay, wir sind im Westen, wir sind die Besten, wir schaffen alles, wir sind modern und so. Alle anderen, die aus, ja, es wird gesagt, Entwicklungsländer, also Drittländer, Länder der dritten Welt, die aus diesen Ländern kommen, ja, die müssen noch hier ausgebildet werden, die müssen was lernen. Aber was für Fähigkeiten die noch besitzen, mitbringen, das wird gar nicht leider gesehen. Ja, wir können kein Wissen besitzen. Ja? Das ist auch ein koloniales Mentalität. Halt, ja? Genau. Man hat ja damals während des Kolonialismus ja uns gesagt, was ihr habt und wisst und so weiter, scheiße ist, also nicht richtig ist. Nur was wir euch bringt, ist wichtig. Und das ist bis heute so. Immer noch ist zu kämpfen, weil wenn Menschen diese Unterdrückung gehabt hat, oder dann ist schon die Selbstbewusstsein von Menschen, da ist man schon gleich. Und jetzt sagen sie, ich spreche leise, weil ich ist ein leise Asiatin, ich muss leise, nicht zu laut sein und so. Und das, aber das ist tatsächlich so. Und wenn wir beispielsweise sagen, das ist eine Begrifflichkeit, die genutzt wurde, um eben schwarze Menschen zu denunzieren, dann wird dem entgegengebracht, dass es gar nicht stimmt, sondern eben eine Art Huldigung ist und eine Ehrwürdigung für schwarze Menschen, was natürlich auch nicht stimmt. Und dass man eben mit solchen Rechtfertigungsnarrativen auch zu kämpfen hat, das ist ja eine ganz klare Praxis und Folge eben auch von kolonialen Debatten. Also beispielsweise die Bronzen von Benin, die wurden ja damals aus dem Königreich Benin geklaut, sind überall in der Welt verstreut. Deutschland hat ja auch viele, ich glaube 4000 sind alleine in Berlin. Berlin überlegt ja gerade, sie zurückzugeben, beziehungsweise hat jetzt versprochen, dass Berlin sie zurückgeben will. Aber da sieht man halt auch, dass ja, dieser Raub und dieses Unrecht, was man in der Kolonialzeit anderen Ländern angetan hat, dass es immer noch fortwährt und dass man jetzt immer noch beispielsweise in einer Perspektive ist im Westen, wo man überlegt, ob man diese geklauten Güter überhaupt den Menschen zurückgeben möchte oder nicht, obwohl es ja quasi den Menschen gehört hat. Also sie haben, dass die Länder vor Ort in Afrika haben nicht die nötigsten Infrastruktur und Material, um diesen Sachen zurückzunehmen und zu bewahren. Ja, also sie machen sich Sorge, ja, über wie wird es diese geraubte Kunst weiter dort sein, ja. Weil die Menschen dort keine Ahnung haben, wie sie das damit umgehen können. Menschen, die diese Sache Hunderten oder Tausenden von Jahren gehabt haben, ja, bewahrt haben, dass ihr das weggenommen habt, gestohlen habt, wenn das kaputt gewesen wäre, dann hätte man das nicht bis hierher gebracht. Ja. Das heißt, die Menschen hatten ja Ahnung, wie sie das bewahren können. Ja? Und nun redet ihr, dass die Menschen sind nicht in der Lage. Das ist eine Beleidigung. Das ist mehr als eine Beleidigung. Das ist die Realität. Diese Geschichte endet überhaupt. Glaube nicht. Leider. Aber das ist Kolonialismus weiter so. Alles diese Geschehen normalerweise sollte in deutschen Schulsystem, Bildungssystem, in Geschichtsbücher reinkommen, aber es wird
es wurde verdrängt. Ja? Erstmal wichtig, dass man nicht faul sein, sich engagieren und sich informieren, was ist genauso da geschehen. Und zweitens, wenn man nichts zu sagen hat, das heißt, man auch teilweise mit einverstanden. In irgendeiner Art und Weise bist du auch Unterstützer von den Gedanken, dass die Leute auch andere Länder übernehmen können. Und wenn wir so eine Kritik veräußern, dann sind wir nicht frei von dieser Kritik. Also ich bin ja auch ein gewissermaßen Profiteur von kolonialen Strukturen, weil ich eben Nürnberger bin oder Deutscher gewissermaßen bin. Und die Klamotten, die ich anhabe oder das Essen, was ich esse, oder was auch immer, die Emissionen, die ich verbrauche durch meine imperiale Lebensweise, wie man so sagt, die hat natürlich auch Einwirkungen auf Länder des globalen Südens sozusagen. Und somit bin ich auch Teil eben, der von diesem postkolonialen System profitiert. Und eben auch diese eine Person, die sich davon absprechen möchte.